Januar, Februar, Berlin in der Woche. Ich habe gerade Kurzarbeit und Besuch. Da vorne fährt Tobi. Der zerstört sich gerade schon richtig. Wir fahren gleich in Döpritzer Heide. Da gibt es richtig viel Sand. Und da gibt jetzt so viel Gas mit meinem M83, um nachher richtig schon abzukacken. Wir fahren heute ca. 80, 87 Kilometer in Döpritzer Heide. Sind gerade im Grunewald und ich habe es geschafft, meinen Biestlenker zu zerstören. Deswegen habe ich jetzt wieder meinen FSA-Lenker dran. Und man merkt halt wirklich trotz 44er Breite, ich habe halt hier nicht diesen Flair, bin im Gelände nicht so beweglich und deswegen auch vorsichtiger. Und das ist halt ein riesengroßer Unterschied. Und so sieht das Ganze aus der Ich-Perspektive aus. Also da sieht man richtig krass diesen Unterschied. Und das sieht man jetzt halt richtig, richtig krass. Oben haben wir 44 mm, unten keine Ahnung, 5000. Und das ist halt richtig viel Stabilität. Ganz ehrlich, die habe ich jetzt nicht mehr, weil mein Lenker kaputt ist. Und das vermisse ich übelst sehr und bin deswegen deutlich vorsichtiger und deutlich langsamer am Gelände. Ja, da haben wir Team Telekom. Magenta. Mein Fahrrad habe ich geputzt. Ja, kann er schön fahren die Tage. Das erste Mal in seinem Leben hat er das Fahrrad mal geputzt. Ey, das stimmt nicht. Ich putze meine Fahrräder sogar ziemlich oft. Alter, was ist das für ein Anstieg, den du da reingemacht hast? Nee, also aus Versehen war wirklich alles geputzt. Die Kette gewachst. Mit Mühe, Liebe. Damit der gute Herr drei Tage lang fahren kann. Also ich fühle mich jetzt ein bisschen verfolgt. Hinter mir ist so eine chinesische Kampfdrohne. Die rausgekommen! Gefahr! Meuterei auf der Bounty, wir müssen diesen Weg gerade zum 20. Mal runterfahren, weil Tobi seine Drohne ausprobieren will. Wir haben Spaß. Was hältst du von Drohnen, Tobi? Oh, wenn sie nicht abstürzen, sind sie geil. Also, könnt ihr euch vorstellen, dass so eine Drohne irgendwie durch so eine Eiche durchbricht? Vielleicht. Achtung vor Pferden. So, Tobi hat gerade die Classified entdeckt. Und wie ist das mit Classified? So, oh nein. Viermal mal lang. Toll. Toll. Das ist die Strafe. Das ist die Strafe. Hättest du mal pflegen können hier. Wir kämpfen uns gerade allgemein durch den übelsten Modder. Alles richtig schön weich, schlammig. Perfekt. Achtung, Maulwürfe! Nee, aber die Heide ist wirklich ein richtig, richtig schöner Ort. Ja, wird langsam alles ein bisschen dreckig hier. Aber ich muss es ja nicht putzen. Das packen wir nachher in eine Badewanne, wurde mir gesagt. Und ich warte die ganze Zeit auf Dennis. Der kommt gar nicht mehr hinterher hier. Wo ist er denn? Und das ist meine große, große Liebe, die Döpritzer Heide. Macht eigentlich immer Spaß. Patrick will jetzt da durchfahren. Ja, das klingt ja auch aus. Und falls von euch jemand die Döpritzer kennt, die wurde jetzt ein bisschen saniert. An den gefährlichen Stellen liegt jetzt überall
Schotter. Für mich heißt Gravel nicht, ich muss Gas geben Offroad, sondern für mich heißt Gravel dann anzuhalten, wenn ich will, die Landschaft zu genießen, die Sonne zu genießen und mich zu freuen. So, in Brier gibt es einen kleinen Bäcker, wollte eigentlich Pause machen, ist eigentlich gar nicht so unschön. Oh, und ja, nö, der Verkäufer war pumpig, hat uns angemault, sind wir weiter. Jetzt habe ich halt Hunger und Tobi fährt und fährt und fährt und fährt. Oh, und wir sind zurück im Place to be, Dürberzer Heide. Willkommen bei Heiß und Sportig. Tobi gibt immer gerne Gas. Aber das Ding hätte gar nicht verpasst. So. Herzlich willkommen bei Hike & Bike. Klar, wir schieben bergauf. Mega steil. Und das haben wir auch gleich eine richtig schöne Aussicht. So. Ja klar. Leider. Das ist Tobi. Leider schon ein bisschen dunkel, aber trotzdem geil. So, wir sind jetzt gerade in Potsdam und auch gleich wieder raus. Haben noch, keine Ahnung, 15, 20 Minuten nach Hause, also ein bisschen was. Und war auf jeden Fall ein cooler Tag, viel Sand, Dürberzer Heide. Ein Ort, den ich eigentlich ziemlich mag. Und jetzt fahren wir ein bisschen Tobis falsch. Ich weiß echt nicht, was mit dem Typen nicht stimmt. Ich habe jemanden gefunden mit einem Garmin 1040, der noch schlimmer in Navigation ist als ich. Hauptsache Schranz, fick die Hanse und damit ciao.